Das erhöht deinen Getriebeverschleiß. Versuch, so viele Kurventore wie möglich zu schaffen. Je schneller du um eine Kurve fährst, desto höher die Punktzahl. Und vergiss nicht, in der DRS-Zone dein DRS anzuwenden. Der DRS-Zone. Behalte für den Aktivierungsbereich deine MFA im Auge. Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen.
Fest abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Sorgt für ein paar konstante Rundenzeiten. Wir benötigen brauchbare Daten, damit wir die Rennstrategie ausarbeiten können.
großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. In diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen.
30,0. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Ein Wagen des neuen Teams. Unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuch es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Thank you.
ist auf P1.
komm am Ende dieser Runde rein. Du führst das Feld an, P1. Hamilton hinter dir. Das Feld an, P1. Hinter uns sind Hamilton, Verstappen und Ricardo. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:26,9. Er ist auf Rang 2. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:29,5. Er ist auf Rang 20. Auf Rang 20. Wegen der Reifen brauchst du dir noch keine Sorgen zu machen. Alles okay. Du führst das Feld an, P1. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Du führst das Feld an, P1. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde.
Das tut uns leid, aber nur damit du Bescheid weißt, das war nicht deine Schuld. Wir hatten keinen Einfluss. Auf das, was da passiert ist. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an.
hinter dir. Platz und führst das Feld an. Und wir sind vor Russell, Norris und Alonso. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:27,7. Er ist auf Rang 4. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:29,1. Auf Rang 5. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:29,3. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Du führst das Feld an, P1. Radarzeit, keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer.
leid, da konnten wir leider nichts machen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie über...